Ohne sich zu bewegen, komm. Okay, Leute. Okay, und okay, auf geht's. Okay, ich bin durch. Die Zone macht mir Schaden. Bei mir geht's noch. Komm, Dicker, komm. Ich lebe weiter. Ja, Leute, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und ihr könnt schon sehen, heute machen wir Don't Move oder beziehungsweise die Don't Move Challenge in Fortnite. Und wir haben diesmal mit dabei Seville. Was geht? Was geht ab, Tomate? Was geht, du Budget, Alter? Und Leute, natürlich Odoman Piquet 2 darf auch nicht fehlen, der ist mit dabei. Der originale Odoman Piquet kann leider nicht, weil er gerade arbeiten ist, der kleine Budget. Aber Leute, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich nehme das Ganze mal zusammen mit Seville auf, Leute. Checkt auf jeden Fall auch gerne seinen Kanal ab, denn wir haben gerade einfach 1 Uhr morgens und der nimmt das Ganze zusammen mit mir auf. Deswegen richtiger Ehrenmann, Alter. Aber damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, Leute, zeige ich euch noch einmal kurz ein kleines Prinzip hier. Ich gehe auf die Eisfläche und ich bewege mich jetzt kein bisschen, Leute. Und wir müssen jetzt versuchen, ein paar Parcours zu bauen, wo man sich wirklich kein bisschen bewegen kann und dann sozusagen bis ans Ende kommt. Und dann fliegen wir sozusagen hier runter, dann da runter. Ich glaube, mittlerweile haben es alle gecheckt. Wenn nicht, dann, weiß nicht. Ganz wichtig, man darf sich halt nicht bewegen, ne? Das ist das Wichtigste dabei. Habe ich das vergessen zu sagen? Auf jeden Fall, Leute, man darf sich halt gar nicht bewegen, weil ansonsten macht das Level irgendwie keinen Sinn und das Video auch nicht. Ich würde aber sagen, komm, wir starten mal direkt mit dem Bauen davon, weil das ist ja eigentlich sozusagen das Interessante, denn falls wir failen, dann testen wir das wieder aus und failen. Genau, und richtig. Testen das wieder aus. Digga, spürst du deine Beine noch, Digga? Au! Ich will gar nichts mehr, Digga. Ich will gar nichts mehr. Ich krieg kalte Füße. Heizung kaputt. So, bis jetzt funktioniert das Ganze aber ziemlich gut. Ich würde mal sagen, wir bauen hier noch was hin. So, ja, Mann, das funktioniert. Aber hier ist ein bisschen... Warte, so, hier ist ein bisschen zu eintönig, Alter. Das würde ich auf jeden Fall noch ändern. Was machen. Okay, Leute, ihr könnt schon sehen, wir haben da unten ein kleines bisschen gebaut, aber es halt noch nicht getestet. So, bist du ready, Seville? Kann ich testen? Ich bin ready. Und okay, dann geh weg vom Weg, Alter. So, jalla, so. Eiswürfel an den Füßen. Und jetzt versuchen, ohne sich zu bewegen, hier komplett durchzugehen. Mann, warum bin ich so kacke? Digga, das kann doch nicht sein. Am Anfang hat das alles geklappt, Alter. Aber ich glaube, wir müssen halt richtig stehen, ne? Ja. Wir müssen genau hier so richtig reingehen. Am Anfang richtig stehen und am Anfang richtig reingehen. So, ja, Mann, Digga, ja. Jetzt klappt's. Hier hin, dann hier. Jetzt kommt das Bounce-Pad, Leute, was wir gerade eben gebaut haben. Das ist sozusagen die neue Strecke. Wieder eine neue Eisfläche. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das Eis bekommen habe. Nein, habe ich nicht. Perfekt, dann brauchen wir dann nochmal hier oben ein bisschen Eis. Wir müssen auf jeden Fall rechts und links auch Mauern machen. Stimmt. Weil sonst fallen wir runter. sonst fliegt man raus. Okay, dann machen wir rechts und links ein paar Mauern. Okay, man geht dann hier runter. Und jetzt, ja, Mann. Jetzt muss nur noch die Tür geöffnet werden. Und dann fliegt man eigentlich auch schon komplett bis nach ganz unten. Aber das wollen wir ja nicht, weil es geht ja noch gleich weiter, der Parcours. Hier geht's dann direkt wieder hoch, Alter. So, Alter, ich will einen fetten Jump haben. Also, man, Piquet 2, bist du ready? Ja, Mann, guck mal, wie glücklich der ist, Alter. Oh, ich hab dir noch eine Tomate auf dem Kopf. Komm hier, bitte. Ey! Viel Spaß, kein Problem. Okay, Alter, so. Ich würde mal sagen, wir testen mal von hier aus und nicht direkt von ganz oben, weil ich glaube, das würde viel zu lange dauern. Von daher, so, let's go. Starten hier erstmal ganz langsam rein und dann kriegen wir hier so ein bisschen wieder Boost. Boah, und ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Bounce-Pad. Ich hoffe, das klappt und... Nice, wieder neue Eisfalle, dann hier runter. Nein! Hier hängt's. Okay. Merkst du? Ja, genau hier hängt's, Alter. Dann müssen wir vielleicht hier so eine gerade Fläche hin machen. Ich glaube, dann könnte das sogar funktionieren. Genau, bis dann klappt eigentlich alles. Ich nehme hier auch nochmal Eis. So, dann sollte ich eigentlich hier reinrutschen. Dann so. Jetzt natürlich ein bisschen schneller als jetzt bei mir, aber trotzdem. Hier geht's dann auch weiter mit dem Bounce Pad hier oben drüber. Oh, sieht gut aus. Und dann hier langsam wieder rein, Alter. Ja, Mann, dann brauchen wir hier wieder ein Stück Eis. Ich hab leider keins mehr, oder? So, ja, ich hab welche. Das passt schon. Okay, nice. Dann geht's hier wieder runter. Vielleicht sind wir sogar noch schnell genug, dass wir hier hochkommen. Meinst du? Oder geht das nicht? Weil ansonsten setze ich hier schon ein Bounce-Pad. Ich würde da schon ein Bounce-Pad setzen. Ja, okay, ja, stimmt. Dann setze ich hier schon mal ein Bounce-Pad hin. Okay, Leute, die Zeit wird, glaube ich, langsam ziemlich knapp. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, weil ihr könnt, glaube ich, schon sehen, unser Ziel ist es, genau da hinzukommen. Genau bei der vorne ist das Ziel gerade. Aber ob wir das schaffen, das werden wir dann am Ende sehen. So, dann geht's hier lang. Hier wieder runter. Genau auf das Eisbett. Zack. Dann wieder hier, zack. Ja. Dann wieder zack. Ja, shit, Alter. Okay, du kommst. Gehst wieder. So, jetzt. Und... Ja, Mann, Digga. Ja, perfekt. Und so. Jetzt hier dieses Häuschen weg. Genau, mach das Haus weg oder so. Dann machen wir hier das Dach hin. Ja, dann müsste das eigentlich sogar funktionieren. Wenn man hier noch Eis hat, dann slidet man eh hier runter. Dann hier auf das Bounce-Pad drauf. Alter, geil. Da dann gegen. Und landet ungefähr im Ziel. Man landet ungefähr im Ziel, Digga. Boom. Badabub. Bam. Ab. Und. Pow. Komm.
Na. Ja, bruh, bruh. War jetzt nicht so gut, aber immerhin, Digga, passt. Wenn du dich nicht bewegst, springst du nur hin und her. Echt? Fuck. Ja, ja. So, wir müssen das so machen und dann so. Und dann so. Ja, das sieht doch schon mal nice aus hier, Digga. Digga, okay, okay, okay. Ich bin hyped, Alter. Ich bin richtig hyped. Ich bin auch gehyped. Boah, wenn das jetzt alles nicht klappt, ne? Wenn das nicht klappt, Alter, ich raste aus. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt kommt der allererste Versuch, wo wir komplett von oben starten. Das haben wir noch kein einziges Mal ausprobiert. Von daher bin ich richtig gespannt. Ihr könnt schon sehen, was wir alles hier gebaut haben. Ich wechsle kurz das Team. Geh direkt nach oben und dann starten wir beide hintereinander. Boah, mal sehen, ob das klappt, Alter. Digga, noch 20 Sekunden, dann kommt die Zone. Oh mein Gott. Okay, beeil dich. Der letzte Versuch. Okay, zack. Zack und komm, let's komm, go. Komm. Nein, komm. Was passiert Lass mir? Puffer. Lass mir Puffer. Ja, was Bruder, passiert? Ey, nein! Okay, Leute, wir schaffen das. Let's go. Wir schaffen das und jetzt kein Stück bewegen. Jetzt und, kein Digga, Stück aus? Bewegen. Oh, bruh, egal. Ich zieh komplett durch. War gerade ein kleiner Fehler. Zieh durch. Aber wir haben gerade keine Zeit mehr dafür. Ja, Eis ist auch weg. Oh mein Gott, als ob ich probier's gerade nochmal, Digga, komm. Ja, vielleicht komm. Schaffen wir es, komm. Ich geh nochmal Team wechseln, Leute, das muss jetzt funktionieren. Ich kann das nicht glauben, dass es nicht klappt, Alter. Die Zone kommt schon und wir sind genau am Rand. Das hätten wir vielleicht in der Mitte machen sollen. Egal. So, schaffen wir. Jetzt ohne sich zu bewegen. Dabei. Ohne sich zu bewegen, komm. Bam. Einmal komplett durch. Ja, Mann, das funktioniert hier. Hier funktioniert das? Klappt's bei dir, Digga? Boah, es sieht gerade gut aus. Es sieht gerade richtig gut aus. Aber auch immer so richtig knapp, Alter. Oh mein Gott. Komm. Junge, es ist viel zu knapp. So, immer so richtig am Rand gerade, Alter. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir zum schweren Part. Wenn das funktioniert, wie wir es alles ganze Zeit geplant haben, dann ist alles perfekt. Jetzt hier runter. Jetzt kommen die Bounce Pads auf das Bounce Pad weiter nach vorne. Hier rutschen wir runter. Dann kommen wir zu diesem Part. Und er baut noch ein letztes. Nein! Scheiße! Nochmal, Digga, komm, vielleicht können wir es noch schaffen. Okay, komm, Leute, wir probieren es nochmal aus, Let's Alter. Go. Team wechseln und jetzt direkt nochmal von vorne starten. Wir haben noch Zeit. Komm. So, ich wechsle von hier oben auch nochmal das Team, weil dann bin ich weiter oben. Shit. Okay, Leute, die Zone ist schon da, wir müssen schnell nach oben rennen. Schnell nach oben, komm, beeil dich. Ich hab hier noch ein paar Lagerfeuer stehen. Okay, Leute, auf geht's. Ich bin durch. Die Zone macht Schaden. Boah, bisschen move ich jetzt auch ein kleines bisschen, Leute, damit das Ganze jetzt nicht zu schwer wird. Aber man weiß ja schon, das Ganze funktioniert eigentlich hier schon. Es geht eigentlich nur noch um den Part, der ganz, ganz unten ist, Leute. Ja, der ist schwierig. Boah, der ist nämlich richtig schwer. Komm, 50 Leben noch. Nein, Alter. Ey, wie wir das jetzt nicht schaffen, ne? Ich hab noch Lagerfeuer für uns. Bro. Okay. Shit. 30 Leben, Leute. Boah, komm. Schneller runter. Beeil dich doch, warum habe ich dich zum Heilen oder so? 6 Leben, 4 Leben. Ich bin in der Luft gestorben. Egal. Am Ziel. Bei mir geht's noch. Komm, Digga, komm. Ich lebe noch weiter. Und. Ja! Ja, Leute! Alter! Es war wirklich genau in der letzten Sekunde, dass wir es gerade geschafft haben. Wenn ich mich jetzt umdrehen würde, könnte man sogar schon diese Goldfahne sehen, die das Ziel bezeichnet. Alter, war das gerade heftig, Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Video gerne einen Daumen nach oben und checkt auch gerne Savils Kanal ab. Link zu dem unten in der Videobeschreibung. Denn wir haben gerade jetzt ungefähr 2 Uhr morgens und hätte mir schon geholfen, dieses Video noch aufzunehmen. So spät, Alter. Richtiger Ehrenmann, Leute. Checkt ihn gerne ab. Schreibt ihm gerne was Nettes in die Kommentare. Lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, macht's gut. Haut da rein. Bis morgen. Peace.